bin Marie Ottmar, ich bin 14 Jahre alt und fahre für die Ski- und Kahngesellschaft Hanau. Ich mache diese Sportart, weil es mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, im Wildwasser zu fahren und weil man auch sehr, sehr viel von der Welt sieht, weil man in verschiedenen Ländern Wettkämpfe hat und natürlich auch dementsprechend neue Leute kennenlernt und nicht jeder kennt diese Sportart. Das macht sie auch nochmal so besonders. Ich mache diese Sportart, weil sie mir sehr viel Spaß macht, sie sehr individuell ist und man sehr viel rumkommt. Ich bin durch meine Eltern zu diesem Sport gekommen. Meine Eltern sind gepaddelt, mein kleiner Bruder paddelt, mein großer Bruder ist auch gepaddelt. Früher habe ich Judo gemacht und war auch sehr erfolgreich. Und 2014 bin ich dann zum Kanuslalom gewechselt und bin dort siebenfache Hessenmeisterin geworden. Und letztes Jahr und dieses Jahr bin ich Dritte im Kajak bei den deutschen Meisterschaften geworden. Das erste Mal auf dem Wasser war ich mit 4 Jahren. Mit 5 bin ich regelmäßig gepaddelt. Mit 7 bin ich bei den jüngsten ersten Wettkämpfen mitgefahren. Mit 11 bin ich dann die ersten deutschen Meisterschaften gefahren. Und 2018 bin ich das erste Mal im Kajak einer deutscher Meister geworden. 2020 bin ich das erste Mal im Kanadier einer deutscher Meister geworden und auch im Kajak deutscher Meister geworden. Mein Tag als Leistungssportler sieht so aus, ich gehe in die Schule. Dann komme ich nach Hause, esse was, mache meine Hausaufgaben und dann geht es auch schon ab zum Sport. Und wir haben so 4 bis 5 Mal die Woche auf dem Wassertraining. Ich bin in meinem Kindeskreis aktiv, da meine Eltern hier schon ewig aktiv sind und es der einzige Verein hier ist. Weil ich in meinem Kinzigkreis wohne und dort auch zur Schule gehe und hier ein optimales Trainingsumfeld ist, wo man sich auch gut auf den Wettkampf vorbereiten kann. Meine Ziele in den nächsten 10 Jahren sind, in die Jugend-Junioren-Nationalmannschaft zu kommen, in die U23-Nationalmannschaft und dann die A-Nationalmannschaft zu kommen. Dass ich in der Nationalmannschaft fahre und auch dann große Wettkämpfe fahren kann, wie die Weltmeisterschaften oder auch irgendwann Olympia.